Hallo und willkommen zurück zu einem, ja, diesmal wahrscheinlich etwas längeren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin ja gerade dabei, bei meinen diversen Schiffen auch mal noch mal ein bisschen die Laser auf Vordermann zu bringen. Und dazu braucht man unter anderem Proto-Wärmestrahler, eine sehr dankbare Geschichte, die Dinger zu finden. Und wir werden jetzt heute mal ausprobieren, ob man die besser im föderalen Raum oder im Imperiumsraum findet. Dazu habe ich mir erstmal meine Crate Phantom geschnappt, wie sie auch immer so schön heißen mag. Und da ich ja eine faule Socke bin und damit es auch ein bisschen schneller geht, habe ich hier auch eine Sammeldrohne drin. Das ist eigentlich mein Mining-Schiff. Deswegen ist das da auch schon drin, wenn ihr Ähnliches vorhabt. Eine normale Sammeldrohne ist schon mal ganz nützlich. Also eine Sammeldrohnensteuerung, wie es immer so schön heißt. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, bei der erweiterten Wartung auch wirklich die Drohnen einzupacken. Sonst kommt es nämlich gerne mal vor, dass man da steht und merkt erst draußen, dass man die Drohnen vergessen hat. Ich packe jetzt hier den ganzen Laderaum voll, da wir keine normale Fracht in dem Sinn finden werden, sondern eben nur diese Materialien, die ja ihren eigenen Speicher haben. Dankeschön, gut zu wissen. Und ja, wir fangen jetzt mal direkt mit dem Imperium an, weil ich nämlich durch Zufall, habe ich vorher auch gar nicht dran gedacht, durch Zufall hier sowieso im Imperium meine Heimat habe, in diesem System Marki, wie es denn heißt. Ich kann euch das nur einmal kurz zeigen. Nee, okay, jetzt zeige ich es euch einmal hier. Da sind wir jetzt gerade. Hier sind eigentlich hauptsächlich meine Schiffe mittlerweile stationiert. Die anderen sind noch woanders. Logisch, ne? Na, jetzt gucken wir kurz in die Galaxiekarte. Hier sieht man es, Marki, Imperium. Und ganz wichtig ist eben, das ist ein System mit Aufschwungstatus ist und in dem Fall 7,2 Milliarden Bevölkerung. Ich behaupte mal, mein Gott, was für ein Wort, dass das ansatzweise auch Einfluss auf die Signalquellen hat, indem wir die auch finden. Das sind nämlich diese hochgradigen Emissionen, die wir uns raussuchen müssen. Und damit das Ganze so ein ganz klein wenig einen empirischen Charakter bekommt, starten wir hier schon mal und stellen jeweils einen Timer. Jetzt ist natürlich Imperium, wie gesagt, ein Timer für 90 Minuten. Alexa, Timer 90 Minuten. So, Timer ist gestellt. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Und ich sag mal, ich schneide mal zwischendurch rein, dass ihr auch mal ein bisschen zugucken könnt, was hier passiert. Ich möchte aber eigentlich ungern hier ein 3-Stunden-Video rausmachen. Das ist für euch ebenso langweilig wie langatmig. Ja, wir melden uns. Obwohl, nee, warte. Ich düse noch einmal kurz hier raus. Und dann gucken wir doch mal eben, damit ihr das auch mal gesehen habt, falls ihr es noch nicht wissen solltet, wie das mit den Emissionsquellen, sage ich schon, mit den Signalquellen funktioniert. Wir gehen erst einmal in den Supercruise. So, da sind wir, können jetzt auch schon direkt eine Vollbremsung machen. Oh, Momentchen, wo habe ich denn jetzt hier den Erkundungsscanner? Ne, Analysemodus. Impulswelle, da ist er, der Erkundungsscanner. Ja, beim Mining-Schiff ist alles ein bisschen, na. So, wir haben das System gescannt. Jetzt gehen wir einmal kurz hier in die Detailübersicht. Und jetzt können wir uns eigentlich hier auf die Signalquellen beschränken. Das sind die hier, die hier hinten in der Ecke liegen. Das sind alle Signalquellen. Na super, 94 Signale festgestellt. Wir brauchen jetzt erstmal hier die hochgradigen. Nein, das sind die degradierten. Auflösungsmuster auch degradiert. Degradiert, ja, das ist super. Viel interessanter Waffenfeuer, da wollen wir nicht rein. Da auch degradiert. Viel interessanter wird es ja wirklich, wenn man jetzt erstmal alles so weit abgeklappert hat. Da hochgradige Emissionen, da setzen wir mal direkt einen Marker drauf. Verlassen hier den Scanner und mal eben gucken, wie weit ist es von hier aus. Können wir schon mal ein bisschen Gas geben. Ha, das kann natürlich dann auch vorkommen. 3314 Lichtsekunden. Da sind wir einige Zeit unterwegs, aber wir sind jetzt sowieso 90 Minuten hier zugange. Aber guck, noch 30 Minuten Zeit, um diese Emissionsquelle anzufliegen. Ja, wie gesagt, ich tobe mich jetzt hier ein bisschen. So, da bin ich jetzt auch hier schon mal angekommen. Ich wollte euch das jetzt nur einmal kurz zeigen. So, ihr seht, was wir hier an Ausbeute haben.
Natürlich alles das, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Wir suchen die Proto-Wärmestrahler, aber generell sind diese Proto-Dinger, jetzt mal angucken. Das ist Stufe 5 Material, das auch. Das ist Stufe 4. Also generell schon mal gar nicht so verkehrt. Warte mal, wir machen mal einmal kurz das Ziel wieder weg. So, und nur damit ihr es jetzt mal gesehen habt. Moment, wo kommen wir? Ich muss einmal kurz hier. So, Auffängung ausfahren. Blaster Sammler. So, einmal Sammler auffahren, einmal die Klappe auf. Bitte was? Ach so, Cargo Scoop, ich dachte schon. Okay, und dann starten wir jetzt genau einen Sammler. Und der sammelt jetzt eben die paar Sachen ein, die hier sind. Man könnte auch zwei machen, da geht es einen Tacken schneller. Aber ich sag mal, ganz so eilig haben wir es nicht. Da hinten sehen wir den Kollegen schon bei der Arbeit. Und alles Weitere ist so wie vorhin, wenn der hier fertig ist. Super Cruise, wieder die Karte aufrufen, nach Emissionsquellen suchen. Ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Bis die 1,5 Stunden rum sind. So, mehr muss ich euch jetzt wirklich nicht zeigen. Gleich sehen wir uns wirklich am Ende der Zeit. Also nach den 1,5 Stunden. Das kann euch natürlich auch passieren, deswegen schneide ich sie jetzt doch noch mal eben schnell rein. Ich habe hier Besuch von einem Piraten bekommen und im Normalfall ist er ja immer scharf auf unsere Fracht und in dem Fall haben wir ja nur Drohnen an Bord. Und ich war einfach mal voll der Hoffnung, dass der mich dann in Ruhe lässt, wenn er eben sieht, dass es nur Drohnen sind. Es war auch, meine ich, früher mal ganz anders, dass die dann etwas aggressiver wurden, weil man hatte ja was im Frachtraum. Aber der hier, der mag uns jetzt nicht, weil wir nichts dabei haben. Also alles nochmal gut gegangen. Es kann ganz normal weitergehen. Die 90 Minuten sind um. Alexa hat mich gerade wieder geweckt. Nein, Spaß natürlich. Ja, reiche Ausbeute, in Anführungszeichen. Wir haben insgesamt 24 mal Proto-Wärmestrahler gefunden. Das heißt also, ja, 8 mal 3 quasi, weil ja immer drei Stück drin sind, wenn man ein so ein Paketchen findet. Ist jetzt nicht so richtig toll für 90 Minuten. Aber erstmal gucken, wie es gleich bei der Föderation aussieht. Dazu müssen wir natürlich erstmal wieder ein System finden. Einmal kurz hier in die Galaxiekarte gehen und den Filter einstellen. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Wo war es denn jetzt? Zugehörigkeit. Jetzt machen wir Imperium raus, Föderation rein. Wirtschaft. Aufschwung braucht. Nee. Ach, nicht Wirtschaft, Quatsch. Status. So, Status Aufschwung ist der einzige, der hier an ist. Wollen wir mal eben gucken. Und dann natürlich auch gerne wieder was Großes, damit wir es einigermaßen vergleichbar haben. So, ist das hier alles Föderation und Aufschwung? Hallo, wieso? Oh, das liebe ich ja manchmal so, wenn man hier die Sachen anklicken will. Das ist eben. Hallo. Ja, läuft super. Vorführeffekt. Na komm. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt ein paar Infos zu dem System kriegen würde. Ganz, ganz toll. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ich kann zwar hin und her blubbern, aber er zeigt mir keine Infos an zu dem System. Ah, gehen wir nochmal raus aus der Karte und nochmal rein. Das gibt's doch jetzt nicht. Hallo? Wieso zeigt er mir jetzt keine Informationen zu dem System an? Auch Menno. Ja, ich würde sagen, ich suche jetzt erstmal hier gleich irgendwie. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt hier keine Systeme anzeigt. Also keine Informationen zu dem System. Ich suche jetzt hier mal ein bisschen und wenn ich gleich was gefunden habe, dann sage ich euch Bescheid, weil so ist das hier auch nicht richtig, was hier gerade passiert. Komisch. Bis gleich. So, mittlerweile weiß ich auch, woran es gerade gelegen hat, dass der mir hier keine Systeminformationen angezeigt hat. Der Server ist zwischenzeitlich etwas instabil gewesen und zweimal abgeknödelt. Das hat mir jetzt aber die Gelegenheit gegeben, nachdem er jetzt wieder da war, einmal in Ruhe zu gucken und ich habe hier ein Föderationssystem gefunden. Aufschwung 8,4 Milliarden, also ansatzweise identische Eckdaten wie der hier, wo wir gerade sind, wie der hier, wie das System. Wie der System, genau, wie der System, wo wir gerade sind. Heißt also, es geht jetzt auf nach HIP 10 62 13. Und dann wollen wir mal gucken, was da so los ist. Ja, verlassen wir das Ganze mal hier. Geben ein wenig Vollgas.
Und dann springen wir da gleich mal hin. Hm? Ach so. Kann ich nicht so weit springen mit der Schüssel hier? Okay, dann mache ich jetzt mal meine paar Sprünge. Und dann tobe ich mich gleich da mal aus. Ich werde euch sicherlich an dem Ergebnis teilhaben lassen, was da jetzt bei rausgekommen ist. Dann stellen wir mal wieder unseren Wecker. Alexa, Timer 90 Minuten. Und dann wollen wir... Ja, ist doch gut. Und dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier rausholen können in der Zeit. Also wie gesagt, Maß aller Dinge sind bis jetzt 24. Und dann schauen wir doch mal, was hier jetzt so weiter passiert. Die zweite Etappe ist geschafft. Da ist jetzt nochmal eine neue Signalquelle hochgeploppt. Die ignorieren wir jetzt mal ganz gepflegt. Ja, und was soll ich sagen? Das Ergebnis, wir haben es einfach verdoppelt. Heißt also, weder beim Imperium noch bei der Föderation signifikante Unterschiede. Die einzigen Unterschiede sind die beim Beifang, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Also was man so in den Signalquellen dann so findet. Ich habe euch da ja auch noch eine kleine Liste gemacht. Die werde ich jetzt hier wahrscheinlich gleich mal... Moment, richtige Taste drücken. So, die werde ich jetzt gleich mal hier irgendwie einblenden. Weil ich habe jetzt keinen Bock gehabt, das alles unterwegs immer aufzuschreiben. Dafür hat man hier einen Computer, dass man sich das alles nochmal angucken kann. Ansonsten, ich würde sagen, ich fliege jetzt gleich irgendeine schöne Raumstation an, parke da erstmal bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ihr könnt euch angucken, was für euch besser ist. Es ist natürlich immer auch eine große Zufallsgeschichte. Solltet ihr andere Erfahrungen gemacht haben oder sogar wissen, wo man noch viel besser diese Proto-Wärmestrahler finden kann, lasst mich an eurem Wissen teilhaben. Ich probiere das gerne aus. Einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit, fürs lange Video gucken, wobei ich natürlich noch nicht genau weiß, wie lang das jetzt wirklich wird. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Dankeschön und ciao.